Ja, herzlich willkommen bei Ubi Tested. Heute habe ich für euch mitgebracht den Citroën C3 Aircross PureTech 110. Ja, was verbirgt sich dahinter? Wir haben hier einen Kleinwagen, den Citroën C3, der ein wenig aufgeblasen wurde zu einem SUV, was ja derzeit trendig ist. Air und Cross, was kann man damit verbinden? Air soll hierbei tatsächlich für luftigere Innenräume stehen und das Cross, wie man sieht, für mehr Offroad-Eigenschaft. Ja, das Ganze verpackt in einer sehr extravaganten Styling-Mischung. Hier mit riesigen Scheinwerfern und LED-Lichtern und einem Unterfahrschutz vorn und hinten für den Offroad-Look. Ja, also tatsächlich typisch Citroën, sehr eigenständig das Ganze designt. Ansonsten das Fahrzeug, wie fährt es sich? Wir haben hier einen Dreizylinder mit 110 PS. Unter der Haube gekoppelt an eine 6-Gang-Wandler-Automatikgetriebe. Wer jetzt als erstes schon anfängt und stutzen, sagt Himmel, ein Dreizylinder und auch noch Automatik, das kann doch gar nicht gut gehen. Ja, da muss ich tatsächlich widersprechen, es funktioniert ausgesprochen gut. Die Wandlerautomatik schaltet sehr sanft, ab und an zwar etwas zu ruckartig, aber gut, das kann man sicherlich verschmerzen noch in der Klasse. Der Dreizylinder läuft sehr kernig, immer präsent. Dreht aber sehr schön aus und Verbrauch, ja gut, okay, mit 7 Litern kam ich rund aus. Kein besonders guter Verbrauch, muss man ehrlich sagen, aber auch kein allzu schlechter Wert. Wer sehr sparsam fährt, der schafft vielleicht 6,5 Liter, aber drunter sollte man eher nicht mitrechnen. 25.610 Euro kostet unser Citroën C3 Aircross, wie er hier steht. Für mich ein durchaus gutes Fahrzeug. Wir haben viel Platz im Innenraum. Wir können sehr viel mitnehmen. Es ist stylisch, fällt auf alle Fälle auf. Und im Gegensatz zu den Konkurrenten, zum Beispiel den Opel Crossland X oder dem Seat Arona, ist es auf alle Fälle ein sehr erfrischendes Fahrzeug, vor allem im Bereich auf der Straße. Wenn man sich auch noch anschaut, was man hier so mit Lackierungen und Kontrasten machen kann, wie mit verschiedenen Dachfarben und sehr peppigen Lackierungen, wie hier dem hellen Rot. Für meinen Punkt ist es wirklich ein sehr spaßiges und trendiges Auto. Kann man auf alle Fälle empfehlen. 25.600 Euro sind auf alle Fälle eine gute Hausnummer. Aber wer möchte, kann viele interessante Extras wie unter anderem ein Head-Up-Display oder Wireless Charging fürs Smartphone dazu bekommen, will heißen, es gibt hier auch wirklich moderne Extras und die das Fahrzeug auch richtig modern, flippig und hip machen für die junge Klientel und hochsitzend für die ältere Klientel. Damit war es das auch von mir aus. Jetzt geht's zum Fahrteil, wie immer mit dem Kopfband. Ich wünsche viel Spaß und auf alle Fälle vergessen bitte nicht den Daumen nach oben, abonnieren und die Glocke an fürs nächste Review. So viel dazu. Vielen Dank. Und bis dann, euer Uwe.